Jeder von euch kennt wohl meine Geschichte. So viele haben mit mir gespielt, mit mir gelitten und mit mir getötet. Meine Mutter hörte seltsame Stimmen. Sie wollte mich opfern, mich erstechen, als Tribut an ihren Gott. Doch ich konnte fliehen und bin durch eine Falltür im Untergrund gelandet. Und ich habe geweint. So viel, dass es meine einzige Waffe gegen meine Feinde, wie Fliegen oder Mutanten war. Ich hatte mich quasi selber von einer Hölle in die nächste befördert. Und dann liegt es bei euch, mit mir zu kämpfen und mich heil durch alle Ebenen zu führen. Und dann kämpfen wir irgendwann gegen die Frau, die uns opfern wollte, um ihre Seele zu säubern. Das glaubt ihr. Das ist das, was ich euch glauben lasse. Doch was ist, wenn ihr alle seit Jahren an eine große Lüge glaubt? Ich bin nicht geflohen. Ich bin feierlich gegangen. Die Stimme, die meine Mutter hörte, war gespielt. Von mir. Was denn? Jetzt schaut mich nicht so böse an. Ich brauche einen Grund, meine Mutter zu töten. Sie leiden zu lassen, so wie sie es mit mir machte. Ich sprang ins erste Basement und meine Mutter wurde zerfressen von ihrem Wahn. Langsam. Qualvoll. Und ich hatte Zeit. Denn ich muss warten, bis sie vollkommen durchgedreht ist. Und jetzt wird es spaßig. Glaubt mir, am Anfang war ich auch etwas verwirrt, aber nach einer Zeit machte mir das Töten sehr viel Spaß. Das Entscheiden über Leben und Tod von Zombies, Spinnen oder Fliegen. So weit war ich nun schon gekommen. Und wer sich mir jetzt in den Weg stellt, der muss dran glauben. Doch wenn du schlecht spielst, dann sterbe ich. Nach allem, was passiert ist, was ich durchstehen musste. Für dich, für uns, für mich. Doch du wirst mich nicht sterben lassen, das rate ich dir nicht. Denn dann werde ich sehr wütend und das möchte niemand erleben. Nicht noch einmal. Also sei vorsichtig, vergiss keine Items und pass auf mich auf. Was hältst du davon, wenn wir mal die Rollen tauschen? Wenn du auf Joysticks und Knöpfe angewiesen bist, ohne dass du dich selber bewegen darfst. Du kannst, aber du darfst nicht. Du kannst auch selber denken und Entscheidungen treffen, aber du darfst nicht. Du musst den Schein wahren. Den Schein, dass du nur eine fiktionale Figur bist. Harmlos, süß und das Opfer der Geschichte. Niemand wird je erfahren, was wirklich passiert. Hinter all den Kurven. Ich kenne alles. Ich habe alles gebaut und kenne jeden Winkel des Basement. Ich kann immer überleben. Du aber nicht. Also pass auf. Dich kriege ich auch noch.